Hallo Leute, Don 0501, willkommen zu einer weiteren Folge von Harvest Day. Ja, Steine 15, Rachel haben wir gemacht letztens, warum jetzt das Ganze hier nochmal erscheint, keine Ahnung. Was ich noch machen wollte, euch sagen, dass ich irgendwie den Tisch gebaut habe. Dieser Tisch ist aber ganz genau derjenige, den wir gemacht haben. So, Dorfbewohner auf der Suche nach 10 Steinen. Kannst du mir bitte helfen, Paul? Ja, kann ich. Und zwar 40 Münzen. Ich sammle gerade Geld. 40 Steine können wir machen. Allerdings erstmal gießen. So. Ah, nicht gießen. Fertig. Warum gehe ich jetzt nicht in der Stadt und so weiter? Es ist ganz einfach, Leute. Ich bin eigentlich gerade so, dass wir hier auch erstmal was aufbauen. Ich bin gerade interessiert, was hier dann weiter, also wie das Ganze hier weitergeht. Und dazu müssen wir Level 2 brauchen. Ne? Ja. Okay, dafür müssen wir eigentlich zuerst mal Geld sammeln. Deswegen müssen wir erstmal Steine für Paul mal sammeln. So. 40 Steine ist nicht gerade wenig, ne? Und die zu suchen ist nicht gerade einfach. Du bist Level 1 Stein. Okay. Also es gibt Level 2, davon haben wir eigentlich in unserem Garten ziemlich viel und das will ich mal danach wegmachen. Steine, wir brauchen 40 Steine. Oh, da fährt jemand. Ah ja, das ist diejenige, die wir geholfen haben. Konzert haben wir auch. So, aber wie gesagt, wir brauchen Steine. Wir haben zwar, oh Mann, ich habe doch hier unten ziemlich viele Steine, aber der braucht 40 Steine, Leute. Das ist schlecht, denn wir brauchen sie auch zum Bauen. Okay, wir gehen mal in der Stadt, suchen den Paul. Wo ist der eigentlich auf der Map? Die Mischwaren. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Krankenhaus. Kilos. Aber wo ist eigentlich Paul? Wie der heißt. Wir müssen mal alle Häuser hier schauen. Damit wir alle dann auf dem Map haben. Polizei. Das ist hier jetzt nicht Pauls Haus, ne? Mann, der lebt ganz schön reich hier, sogar den Fernseher hat er. Den habe ich nicht. Ich kann nicht alles zerstören, weil er alles hat. Ach, kack drauf. Komm, wir suchen mal den Paul. Ich hoffe, der läuft irgendwo hier. Und ich hoffe, wir müssen ihn nicht hier dann suchen.
Also lange suchen. Es gibt folgendermaßen. Also es gibt jeweils ein Haus. Und dann. Entweder finden wir im Haus oder bei der Arbeit. Michelle und Adams Haus. Okay. Markus Haus. Sag mir nicht, Paul lebt nicht in der Stadt. Dann breche ich. Aber andererseits bleiben mir die Steine. Weil, ist halt so, dass ich die Steine für den Bau brauche. Ich habe jetzt den Paul nicht gefunden. Dann baue ich halt. Aber andererseits ist es auch nicht einfach, nicht einfach ans Geld zu kommen. Wo ist eigentlich Paul? Ich will jetzt nicht durch die ganze Map hier rennen. Das glaube ich wir. Ja. Sind wir entweder ich Paul der am da wo der Fischdock hat, oder wir müssen wirklich durch die ganze Map durch. Laufen wir mal. Wartet mal, Inventar, ja. Okay. Schneidertisch. Das will ich haben. Wir haben da 50 Steine brauchen wir und 2000. 2000 Kohle. Geh mal dahin. Schau mal nach. Komm schon. Ich glaube, Paul ist nicht da. Also das ist nicht der, der hier lebt. Gehen wir essen. Ne, sonst hätte er diesen Zeichen über den Kopf. Geschlossen. Jetzt ist die Frage, wo ist Paul? Ihr seht, man kann hier ziemlich viel bauen anscheinend. Also auch Fischtrocken und so. Wir haben noch 2 Tage. Also 3 Tage hat man Zeit, um eine Aufgabe machen. Hier habe ich noch den Tisch. Der ist aber der gleiche, den wir zu Hause haben. Und ich habe ihn gebaut, um zu gucken. Nachdem es sich gespeichert hat, wollte ich einfach schauen. Aber jetzt ist er da. Vielleicht mache ich mir so ein auch einen draußen stellen. Ja, das mache ich auch. Den wir auch draußen. Einer wird innen, einer wird draußen fertig. Weißt du was, Paul? Selber schuld, ich habe dich nicht gefunden. Dann machen wir anders. Wir machen jetzt Holzhacken, solange wir die Energie noch dazu haben. Und ja, ich muss alle Häuser suchen, ich weiß. Aber die Energie. Bei. Warte mal. Map. Unbekannt.
Unbekannt. Unbekannt. Die Häuser habe ich alle. Da ist zum Beispiel ein Haus unbekannt. Da können wir gleich mal links. Da ist ein Haus unbekannt. Hier ist Angelschaft. Okay, mal gucken. Mal schauen, ob wir da ankommen irgendwo. Und vielleicht haben wir Glück und kommen dann beim Paul an. Wir müssen jetzt alle Häuser schauen. Hier ist das, dieser, ich glaube, die ist hier hingefahren. Das ist ihre Arbeit wohl. Naja, Ort entdeckt, hier, Station, ne? Also, können wir Karton und so machen. Kaufen, wo sind wir? Ja. Okay, das ist der, aber wo ist der Haus von Paul? Weil ich glaube, ich habe alle in der Stadt die Häuser gefunden. Ist jetzt abends jemand rein. Ja, das war viel zu viel Zeitverschwendung. Ich hätte zumindest Bäume hacken können. Aber bevor wir jetzt etwas machen, will ich den Tisch noch stellen. Irgendwo außen. So im vorderen Bereich hier. Dann will ich gucken, dass ich irgendwo Holz auf dem Tisch können wir hier so machen. Hier kann ich dann machen. Irgendwie hier geht's. Hier irgendwo. Ja, hier zum Beispiel. Da geht's. Hier so. Warum eigentlich nicht? Aber das ist der gleiche Tisch, was ich eigentlich auch oben habe. Das ist der gleiche Tisch. Aber okay. Dann gehen wir mal pennen. Ja. So, Steine. Die machen wir hier rein, erstmal. Dann die machen wir da rein. Silbererz, wie viel kosten? 15. Pro Stück 90 Holz. Das heißt, wir brauchen noch ein paar und dann haben wir. Ich brauche Steine. Da. Ton. Ab. Jetzt habe ich keinen Platz für Steine oder was? Das ist natürlich nicht gut. Das ist Kolderz. Okay. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich weiß, dass das nachts ist. Wenn wir schon die Samen haben. Einmal hier, wenn wir schon die Samen haben. Und noch die Energie. Und einmal, ich glaube, ich mache alle. Also auch hier. Ich glaube, ich mache auch neben. So, lass uns hier.
machen. Dann machen wir hier noch. So, die vier haben wir, jetzt gehen wir schlafen. So, eigentlich an Material haben wir alles. Sprich, es wird langsam spät. Ja, ich bin schon zu Hause, ich hänge noch ein bisschen. An Material haben wir eigentlich alles. Es fehlt nur an Geld. Und ich glaube, ich weiß, was ich mache, Leute. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Erstmal werde ich hier erstmal gießen. Wir haben ja 10 Holz noch und dann haben wir auch Holz. Dann will ich Folgendes tun, Leute. Ich will der restlichen Holz und Steine verkaufen. Wir haben wieder Post. Oh. Tomaten. Cool. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und ich habe noch einen Brief. Hallo? Ja, wie auch immer, ich gehe jetzt dann Holz sammeln. Leg das Holz rein und der Rest werde ich verkaufen. So komme ich ans Geld. Ich brauche noch 10 Holz, um ja, um komplett Ressourcen zu haben. So, jetzt gehe ich und lege sie mal hin, damit wir da 100 haben. Und der Rest, was ich jetzt kloppen werde, werde ich verkaufen. Und so komme ich an 2000. Es ist einfacher Deck. Und dem gehen wir. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Gebäude entdecken können. So, jetzt. 100 Holz. 61 Steine. Also Steine, Holz haben wir. Der Rest wird jetzt verkauft. Jetzt machen wir alles zum Verkauf. Vorbereiten. Das heißt, Leute. Alles, was wir jetzt machen, ist Geld willen. Nicht Geld willen. Also Geld sammeln. Ja, ich weiß, ich muss trotz allem jetzt noch alle Häuser suchen. Ich glaube, ich mache mal 3 Bäume. Und dann gehen wir dahin und gucken, wer da wohnt oder wer da ist. Vielleicht haben wir Glück und finden Paul. Aber dann müssen wir 40 Steine denn kloppen. So. Alles gut. Alles, was wir jetzt sammeln, Steine, Holz, wird verkauft. Oh ja, ich habe wieder umsonst gegossen, jetzt regnet es wieder. Ich glaube, es ist besser, wenn ich nur im Sommer gieße. So, Frühling, da kommt eh Regen. Nehme ich noch ein paar Steine mit. Vier Steine. Ich will noch da hinten gucken.
Da sind noch ein paar Häuser, da will ich schauen. Wie gesagt, ich würde gerne langsam ans Geld kommen. Das Einzige, was fehlt, ist Geld. Ich habe jetzt Holz, Steine aufgesammelt, um ein weiteres Haus zu bauen. Schauen wir mal dort, was wir dort finden. Das Problem ist, wenn das jetzt Pauls Haus ist. Okay, die Steine sind dann leer, da können wir Steine kloppen. Nein, aber das ist eine Ranch. Hallo? Wer bist du? Du bist Lydia. Okay, also können wir hier dann kaufen. Okay, wo sind wir eigentlich jetzt? Also hier ist jetzt die Lydia Ranch. Okay, haben wir jetzt auch. Hier ist noch unbekannt, da ist noch unbekannt. Also muss mir hier sehr, sehr viel noch laufen. So, okay, aber erstmal jetzt Steine kloppen und dann schon etwas nach Hause laufen. Wobei, nein, wir haben nur 1 Uhr Nacht, mit Nachmittag, Mittag, wie auch immer. So, okay, this ranch. Da ist noch was. Können wir auch mal bei dem vorbeischauen. Endlich mal mein Haus verbessern. Das Problem ist, die Schwierigkeit daran ist, ans Geld zu kommen. Und das Einzige, womit das funktionieren würde, ist verkaufen oder so Quest. Aber ich habe nicht alle Häuser. Und wem gehört das hier und warum? Oder gehört das immer noch zum Ranch? Ja, anscheinend, da sind aber Häuser. Dort gehen wir jetzt hin. Da ist ein Haus. Ich glaube, so werden dann die Häuser aussehen auch bei uns. Oh. Das ist jetzt Lydias Haus. Also das hier ist Ranch, das ist die Lydias Haus, hier ist noch unbekannt. Hier ist jemand noch. Okay. Das ist wohl der Mann. Hallo da hinten. Der ignoriert mich. Na gut. Das kann ich auch. Wenn ihr dann was von mir wollt, dann könnt ihr vergessen. So, ein paar Häuser. Paar Holz noch mitgenommen. Und jetzt ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Pauls und Maries Haus. Hab dich. Wo bist du denn? Ich hab den Pauls Haus gefunden. Der ist hier. Also, wir können den Stein abgeben, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt 40 Steine machen. Wie viele Steine habe ich eigentlich? Warte, Moment da. 16. Ja, könnte klappen, weil der geht nach Hause später und du kannst bei dem Zuhause dem eintreffen und dieses Geld abgeben. Das
Problem ist, wenn ich zu wenig Energie habe. Oh, Diamantenherz. Ja. So, wie viel? 25. Und wer braucht jetzt 40, ne? Ja. Diamanten. Wow! Die sind ja richtig teuer. Okay, ich habe jetzt den Paul gefunden. Aber mir reicht die Energie nicht, um 40 Steine zu kloppen. Die sind so richtig teuer. Die Diamanten, also Diamanterz, das ist so richtig teures Ding. Das kann ich einen verkaufen. Zweiten behalte ich aber, weil der zweite, der kann als Geschenk dienen und Herzen einsammeln. Da ist der auch faul. Siehst du genau? Oh, hi. Bist du die Steine holen? Quest abgeschlossen. Und du willst? Ja, du willst? Salat. Okay. Was war denn? Okay, wir haben noch das Geld abgeholt. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen. Wir haben die Quest gemeistert. Salat. Sorry, habe ich noch keinen. Habe auch nicht gemacht. Wo keine Samen. Wir müssen langsam mal uns eine Frau hier suchen. Eine Frau besorgen. Besorgen. Ich sag gerade so, naja, ich kann mal was besorgen. Ne? Sorry. Wollte ich nicht. Naja, wir müssen hier mal mit jemandem Freundschaft schließen. Und das wird nicht einfach. Wir sind jetzt genau beim halben Herz, glaube ich. Und ja. Wir können hier noch was sammeln. So, okay, wir müssen nach Hause. Ich glaube, ich werde umfallen, weil ich habe mich gerade verlaufen. Also ich bin in der Stadt. Per Map, wo bin ich? Ich bin in der Stadt, ich bin hinter der Stadt. Das heißt, ich muss geradeaus laufen und an der Brücke. Dann sind wir zu Hause. Und die geradeaus laufen. Rathaus. Habe ich denn gar nicht entdeckt? Naja, wie auch immer. Wir müssen schnell sein, schnell nach Hause. Und dann, Leute, werde ich Aufnahme beenden. Heute haben wir jetzt eine Quest erledigt. Ich würde auch gerne jetzt auch was verkaufen. Einen Diamant. Ich weiß nicht, soll ich den beibehalten, weil Gold ist nicht so viel wert. Aber so ein Diamant schon wert, was wert. Ich will auch schauen, okay, die Energie ist noch da. Ich will mal kurz schauen. Naja. Ich will auch mal schauen, bevor wir jetzt schlafen gehen. Ja. Und zwar 14 von 16 haben wir. Aber wie sieht's? Oh, Rachel. Also Rachel ist volles Herz. Der restlichen sind halbes Herz und Peter ist so ein miese Peter. Also mit Rachel müssen wir uns gut stellen.
Bei ihr, die kenne ich gar nicht, die muss ich erstmal finden, dem auch nicht. Mary, aber ich bin jetzt auf. Und Paul ist zu uns gut. Ich bin jetzt bei Rachel. So, Rachel, ich glaube Rachel, ja, die ist halt allein und so weiter. Da werden wir gucken, dass wir, ja, gute Dinge mit der sind, also ja, gut befreundet. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal. Eure Lohnwolf, haut rein. Ciao.